Moin da draußen, ich bin's Chris, der Boardgame Panther, und ich habe heute mal wieder eine kleine Rezension für euch. Ich habe mir eines der Spiele beim Feuerland Verlag vorgenommen, was ich mir vor einiger Zeit gekauft habe. Und zwar geht es hier um New York Zoo. New York Zoo ist ein kleines Puzzlespiel von Uwe Rosenberg. Der hat ja jetzt mit Hallertau hat er noch ein neues gebracht. Ich weiß gar nicht, ob er noch ein drittes neues gebracht hat im Zuge der Spiel Digital. Und das habe ich mir einmal vorgenommen. Das Spiel ist für 1 bis 5 Spieler ab 10 Jahre empfohlen. Spielzeit 30 bis 60 Minuten. Wir haben hier so ein Zoo-Thema. Wir müssen auf unseren Zoo-Tableaus hier unseren Zoo aufbauen. Ich weiß, man kann dem Thema Zoo relativ ambivalent gegenüberstehen. Ich weiß nicht, wie bei vielen Themen kann man da Pro- und Kontra-Argumente finden, was Zoos angeht. Natürlich ist es nie schön, wenn Tiere in Gefangenschaft sind, aber an sich finde ich es schon doch eine ganz nette Spielumsetzung, und deswegen habe ich mich entschieden, dafür auch die Rezension zu machen. Wie in meinen anderen Rezensionen werde ich erstmal kurz über die Regeln gehen. Ich glaube, es wird auch relativ detailliert werden, weil es auch nicht so super kompliziert ist. Also vielleicht könnt ihr dann auch einfach direkt schon losspielen nach meinem Regelüberblick. Und danach sehen wir uns wieder im Fazit und erzähle ich euch, wie mir das Spiel gefallen hat. Und dann könnt ihr ja schauen, ob das vielleicht was für euch ist oder vielleicht für jemanden, den ihr kennt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das Spiel hier einmal für 2 Spieler aufgebaut. Wir haben hier 2 Boards für die beiden Spieler mit einem Starttier jeweils, je nachdem, was für Boards bekommen. Was für Boards die Spieler auf dem Tisch bekommen. Wir haben hier in der Mitte eine Auslage mit Plättchen bzw. so einen Rundparcours, in dem unser Elefant herumläuft. Das sind sozusagen die Spielerzüge. Und ja, genau, das war's. Wenn ein Spieler am Zug ist, dann darf er entscheiden, wie weit er seinen Elefanten oder den allgemeinen Elefanten, den zieht jeder, also es gibt keine eigene Spielfigur, sondern nur diesen einen Elefanten. Und jetzt im Zweispielerspiel darf jeder Spieler den Elefanten 1 bis 4 Schritte vorgehen. Felder sind hier immer so Felder, wo solche Teilchen liegen, oder diese blauen Felder, diese orangenen Felder, das sind nur so Übersteiggrenzen oder so Grenzen, die man überwinden kann, und dann passiert etwas. Wir haben hier diesen Elefanten, den ziehe ich jetzt mal, sagen wir mal, 1, 2, 3 Schritte. Dann landet der Spieler auf diesem Feld, dann nimmt er sich das oberste Teil hier und darf es bei sich in das Gehege puzzeln. Der Spieler, der als erstes sein komplettes Gehege gefüllt hat und bepuzzelt hat, gewinnt das Spiel. Wenn ein Spieler hier so ein Plättchen genommen hat und das bei sich puzzelt, dann ist es egal, wohin er es puzzelt. Er darf es überall hin, also er muss nicht irgendwie angrenzend an irgendwas. Das Einzige ist, er darf es nicht hier überlappend anpuzzeln und er darf es auch nicht auf andere Teile drauf puzzeln. Wenn er dieses Puzzleteil hier hinlegt, hier zum Beispiel, muss er ein Tier in dieses Gehege stellen, beziehungsweise eine bestimmte Tierart. Denn jedes Gehege kann nur eine Tierart zugleich fassen. In diesem Fall hat der Spieler hier schon seine Starttiere in seinen kleinen Häuschen hier, die man auch noch benutzen kann. Und er entscheidet sich dafür, ein Känguru hier drauf zu stellen. Und das ist sozusagen jetzt das Känguru-Gehege. Er hätte auch Tiere aus seinem schon vorhandenen Zoo, wenn er jetzt Tiere hier hätte, könnte er schon Tiere von seinen vorhandenen Gehegen auch in dieses Gehege tun. Natürlich auch wieder nur der gleichen Tierart und auch nur bis zu 2 Tiere, denn er darf maximal 2 Tiere hier in so ein neues Gehege stellen am Anfang. Und das Wichtige ist, er darf alte Gehege nicht leer machen, indem er Tiere umziehen lässt. Das ist im Grunde genommen sein Zug. Jetzt wird noch überprüft, ob er ein volles Gehege hat. Hat er nicht. Und dann ist der nächste Spieler am Zug. Der Elefant startet dann weiter von hier. Der Spieler hier, der zieht jetzt 1, 2 Felder. Er hat dann hier diese Grenze überschritten, dazu komme ich gleich. Und er ist jetzt auf diesem blauen Feld gelandet. Das heißt, er darf sich die abgebildeten Tiere hier nehmen. Das heißt, er nimmt sich jetzt ein Känguru und ein Erdmännchen. Und er darf sich auch, anstatt diese beiden Tiere zu nehmen, darf er sich auch ein beliebiges anderes Tier nehmen.
Jetzt hat er sich, sagen wir mal, das Känguru und das Erdmännchen genommen und möchte das gerne hier hinstellen, aber leider hat er gar nicht so viel Platz für seine Tiere. Das war also eigentlich nicht besonders schlauer Zug. Das heißt, das Känguru verfällt, sagen wir mal, oder er lässt lieber das Erdmännchen verfallen, damit er schon mal drei verschiedene Tiere hat. Denn er kann nicht mehr lagern. Denn Tiere kann man nur in seinen Gehegen lagern oder in diesen kleinen Häuschen, die man hier noch hat. Dann hat er ja diese Grenze überschritten und das ist eine Tiervermehrung. Hier ist ein Wolf zu sehen, als Vermehrung sozusagen. Das bedeutet, dass ich jetzt in ein bis zwei Gehegen bei jedem Spieler, das gilt für jeden Spieler, die Wölfe vermehren würden. Das funktioniert aber nur, wenn ein Spieler mehr als einen Wolf in einem Gehege hat. Also sagen wir mal, der Spieler hier, der hätte hier nicht das Känguru stehen, sondern er hat hier zwei Wölfe stehen. Dann wurde diese Grenze von diesem Spieler hier überschritten mit dem Elefant, denn hier. Das bedeutet, dass jetzt jeder Spieler eine Wolfsvermehrung bekommt. Dieser Spieler hat keine Wölfe, der bekommt gar nichts. Und dieser Spieler bekommt eine Wolfsvermehrung. Das heißt, er bekommt genau einen Wolf dazu. Hätte er noch ein zweites Gehege, würde er in diesem Gehege auch eine Wolfsvermehrung bekommen. Ein drittes Gehege würde nicht funktionieren. Allerdings spielen wir hier ja zu zweit. Und auch zu dritt ist es so, dass man, wenn man eine Vermehrung hatte, dann bekommt man noch eine Bonusvermehrung. Das heißt, er könnte sich jetzt noch ein beliebiges anderes Gehege aussuchen, indem er zwei gleiche Tiere hat, oder indem er zwei Tiere hat, die sich dann sozusagen auch nochmal vermehren würden. Und so läuft das Spiel munter weiter. Dann ist wieder der nächste Spieler dran, der holt sich jetzt auch dieses Teil hier, läuft mit seinem Elefanten dahin und baut das hier wieder an und dann kann er wieder das Känguru da reinstellen. Dann ist der nächste Spieler dran, der holt sich dann, sagen wir mal, dieses Teil hier, dann stellt er sein Flamingo hier rein und so weiter und so fort. Irgendwann passiert es, dass jemand durch entweder eine Tiervermehrung oder weil er sich neue Tiere gekauft hat, dass er hier sein Gehege voll macht. Und in dem Moment, wo er das Gehege voll macht, hier zum Beispiel mit den Wölfen, sagen wir mal, haben wir irgendwie voll gekriegt, dann räumt er das komplette Gehege leer. Er darf sich bis zu einem Tier, also jetzt ein Wolf, darf er sich in seine Häuser speichern, falls er dann noch ein freies Haus hat. Die anderen Wölfe kommen wieder in den Vorrat zurück und dann darf er sich hier eine von diesen Attraktionen aussuchen, um das auch auf sein Feld zu puzzeln, damit er dann so ein bisschen Platz spart. Also er kriegt sozusagen ein zusätzliches Puzzleteil, was kein Gehege ist. Können Sie jetzt hier das Größte nehmen, das hier unten ranlegen. Oder er nimmt sich auch im späteren Verlauf, das ist halt sehr praktisch, so einer oder zweier Teile, um hier Lücken aufzufüllen, wenn man jetzt nicht besonders gut gepuzzelt hat oder schlechte Teile abgekriegt hat, etc. Ja, so geht das munter weiter. Es gibt hier noch so ein Fragezeichen, da darf man dann, man darf sich auch Teile einfach nehmen und die hier bei sich auf dem Board dann irgendwie anlegen und versuchen und um zu gucken und damit man sich merken kann, woher man das Teil genommen hat, weil man das ja wieder zurücklegen muss, wenn man ja nur guckt und probiert, gibt es dieses Fragezeichen, das kann man hier drauflegen. Genau. Es gibt dann noch so ein paar extra Regeln mit. Man kann jedes Mal, wenn man ein Tier in ein Gehege stellt, dann darf man, falls man ein Tier hier in seinem Häuschen hat, darf man dann das dazustellen zum Beispiel. Und man darf nie mehr als zwei Tiere in einer Aktion zusätzlich in ein Gehege bekommen, etc. Das sind noch so kleine Mini-Regeln, die relativ leicht zu übersehen sind, sag ich mal, am Anfang. Aber irgendwann geht das irgendwie Fleisch und Blut über. Das ist dann kein Problem mehr. Wichtig ist noch, dass die Teile jetzt bei diesen Stapeln hier, es sind immer drei Teile mit unterschiedlicher Größe. Und die Teile werden immer kleiner, je tiefer man gelangt. Das ist natürlich dann schwieriger, sein Brett damit voll zu puzzeln, weil man ja natürlich viel weniger abdeckt. Aber es ist natürlich viel leichter, bei diesen Teilen eine Tiervermehrung so weit zu bringen, dass das Teil voll wird und man sich hier wieder so Attraktionen nehmen kann, mit denen man wieder seine Felder bedecken kann. Da muss man dann so ein bisschen die richtige Mischung finden aus, hole ich mir große Teile und habe dafür irgendwie weniger auf diesen Bonus mit diesen Zusatzteilen oder hole ich mir viele kleine Teile oder relativ früh kleine Teile, je nachdem, ob ich immer auf das gleiche Feld gehe. Vielleicht
Ist auch relativ schwierig, weil die relativ weit unten liegen. Aber da muss man dann so ein bisschen die Mischung finden. Geht man mehr auf Tiervermehrung oder möchte man mehr puzzeln? Ja, genau. Dann kommen wir nochmal zur kleinen Besprechung bzw. zum Fazit. Und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was über den Spielablauf mitnehmen, ein bisschen die Regeln einigermaßen verstehen. Und dann würde ich einmal kurz anreißen, wie mir das Spiel gefällt und warum. Also zum einen erstmal nochmal zum Thema. Ich stehe Zoos eigentlich eher so gegenüber, dass ich es okay finde, wenn das tatsächlich der Zoo richtig gut geführt ist und auch die Tiere einfach sehr, sehr große Gehege haben und der Zoo sich auch für Tierschutz und Artenschutz einsetzt. Immerhin gibt es ja auch Zoos, die sozusagen oder einfach in Summe auch dazu beitragen, das Aussterben von Tierarten zu verhindern. Aber ich weiß auch, dass es da viele schwarze Schafe auch gibt und auch in vielen anderen Ländern Zoos einfach ja so dermaßen schlecht geführt sind und auch sehr, sehr klein sind, sodass es einfach auch schon an Tierquälerei grenzt oder dass es auch Tierquälerei ist. Deswegen gibt es die gute und die schlechte Seite, aber ich verteufel das Thema nicht gleich von Anfang an. Deswegen auch die Rezension zu dem Spiel. Zugegebenermaßen, die Tiere hier auf dem Cover gucken etwas traurig. Ist mir irgendwie direkt aufgefallen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gucken sie auch misstrauisch, keine Ahnung. Tatsächlich war ich in einem New Yorker Zoo noch nicht. Das habe ich nicht geschafft, als ich mal in New York war. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie es da so aussieht. Aber das gehört vielleicht hier gar nicht so hierher. Dann, wie gefällt mir denn das Spiel? Also an sich ist es ja, es ist ein relativ einfaches Puzzlespiel. Ich würde sagen, es ist so ein Familienniveau, vielleicht Familienspiel Plus. Und mir hat das Spiel einfach tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich stark gefallen, je nach Spieleranzahl. Also ich fand dadurch, dass man ja in dem Spiel zu zweit und zu dritt einfach ein bisschen besser voraussehen kann, welche Felder man auch erreichen kann, ob man einen, wenn man wieder dran ist, bis dahin sozusagen schon über eine bestimmte Vermehrungsgrenze gekommen ist oder welche Puzzleteile man dann irgendwie zur Verfügung hat, ist das Spiel einfach ein bisschen taktischer, wenn man das mit weniger Leuten spielt. Also gerade zu zweit ist mir aufgefallen, dass man dann doch sich ja sehr, sehr stark in die Quere kommen kann. Man kann irgendwie dem anderen so ein bisschen was verbauen, weil man dann vielleicht einen Zug weitergeht, weil man weiß, okay, er schafft es dann nicht, sein zweites Tier für die nächste Tiervermehrung zu kriegen. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach wirklich sehr, sehr taktisch und sehr, sehr auch ein bisschen vorausplanend ist. Wohingegen bei 4, 5 Leuten das einfach nicht möglich ist, weil man einfach, es gibt einfach zu viele Züge zwischendrin, es passiert zu viel, es werden Plättchen weggenommen, es werden Tiervermehrungen gemacht. Da ist es dann einfach ein bisschen zufällig, wenn man dann dran ist, ob man dann irgendwie noch es schafft, vor der nächsten Tiervermehrung sein zweites Tier reinzustellen oder nicht. Und auch der Fokus ändert sich dann ein wenig, weil es ist so eine Mischung zwischen, ich versuche irgendwie möglichst große Gehege zu nehmen, um meinen Plan möglichst schnell voll zu kriegen mit den großen Gehegen, und ich versuche möglichst kleine Gehege zu nehmen, um dort schnell Tiervermehrung zu haben, um mir dann die Bonusplättchen in Form von diesen Attraktionen zu nehmen. Dann, das ist dann immer so ein kleines Abwägen, und ich finde, in dem Spiel zu vielen Leuten ist es halt einfach sehr, sehr viel deutlicher, dass man auf die großen Puzzleteile gehen muss, dass man gut puzzeln muss, wohingegen beim Spiel zu zweit oder zu dritt das Puzzeln an sich vielleicht gar nicht mehr so eine extremst große Rolle spielt, sondern eher da diese Balance aus möglichst vielen Tiervermehrungen haben und das gut puzzeln. Also es verschiebt sich so ein bisschen. Aber insgesamt finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es spielt sich einfach auch flott runter, gerade zu zweit, zu dritt. Da würde ich das definitiv in so eine meiner Listen aufnehmen für Spiele, die besonders gut zu zweit oder zu dritt geeignet sind. Ich finde auch, die Figuren sind einfach schön gemacht. Es sind einfache Regeln, wobei man sagen muss, dass am Anfang ist irgendwie noch nicht ganz klar ist. Man vergisst in den ersten zwei Partien, vergisst man immer so ab und zu mal Sachen, wie ich darf dann den kleinen
Wenn ich irgendwo was ins Gehege stelle, darf ich aus den Häusern noch was dazustellen. Ich darf aber irgendwie maximal so und so viele Tiere in ein Gehege pro Runde stellen oder pro Zug, pro Aktion. Ja, ist ein bisschen fummelig am Anfang, aber insgesamt spielt es sich sehr, sehr flott und dynamisch runter. Das finde ich sehr, sehr gut. Ein kleiner Kritikpunkt vielleicht noch. Beim Aufbau, es gibt ja diese verschiedenen grünen Teile, die halt unterschiedlich groß sind. Immer, ich glaube, 7, 6, 5 und 4 haben die Größe. Genau, und die sind ja in so ja, unterschiedlichen Grüntönen gehalten. Und es ist manchmal, also gerade beim Aufbau, das Sortieren ist ein bisschen, ja, muss man schon genauer hingucken, welcher Grünton denn jetzt zu welcher, zu welchem Plättchen gehört. Das weiß ich nicht, hätte man, ich finde, natürlich ist das gut, das irgendwie alles grün darzustellen und möglichst schön und die Tiere haben überall Grünflächen etc. pp. Hätte man vielleicht aber auch noch ein bisschen anders lösen können, um da noch ein bisschen mehr Unterschiedlichkeit hinzukriegen, beziehungsweise dass man einfach ein bisschen schneller sieht. Gut, das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Insgesamt, es ist einfach ein nettes, kleines Familienspiel, was schnell aufgebaut ist, flott runtergespielt ist. Es ist nicht zu schwer. Es nutzt sich vielleicht ein bisschen ab, weil man dann doch, glaube ich, schnell erkennt, was so die beste Taktik ist. Uns ist noch aufgefallen, jetzt in den Partien hat eigentlich immer der Startspieler gewonnen. Das fand ich ein bisschen komisch. Das könnte aber daran liegen, dass der Startspieler einfach sozusagen mit dem Tier mehr startet, weil er die erste Tiervermehrung auf jeden Fall mitnehmen kann, wenn er sich relativ schlau anstellt. Es könnte ein ziemlich großer Vorteil sein. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Kam mir aber erstmal so vor, gerade im Spiel zu zweit oder zu dritt kann der Startspieler den anderen Spielern das auch relativ schnell verbauen, dass sie sozusagen ja eine Runde mehr brauchen, um ihre erste Tiervermehrung zu machen und sozusagen erstes Bonusplättchen zu legen. Aber für ein Familienspiel ist das wirklich eine schöne Sache. Sieht auch schön aus. Also ich finde das Cover einfach auch sehr, sehr schön mit der Skyline hier im Hintergrund. Die Tiere gucken ein bisschen skeptisch, verstehe ich. Aber insgesamt finde ich, das ist auch sehr, sehr schön designt, das Spiel. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Puzzlespiel par excellence. Mehr als Puzzeln und Tiervermehrung kennt man ja auch aus Agricola oder Fest für Odin. Ist es dann auch eigentlich im Endeffekt nicht, aber soll es auch nicht sein und muss es auch nicht sein. Genau, und das war meine Rezension zu New York Zoo. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, schreibt gerne einen Comment. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Abonnenten, jeden Daumen hoch. Schaut bei Instagram vorbei, bei meinem Kanal. Und ansonsten bleibt auf jeden Fall gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Chris. Ciao, ciao.